Was geht, liebe Mid-Humans? Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode unseres KCD-Let's Plays hier auf meinem Channel. Wir haben letzte Episode... blamiert ist jetzt der falsche Begriff, aber, ne? Habe ich mich ein bisschen beim Turnier eingekackt. Ich würde behaupten, erster Kampf war gut, zweiter war uiuiui, ne, war echt stark unterwegs. Gewissermaßen freut es mich, dass es die Kombos noch ordentlich zu meistern gilt. Ansonsten werden wir Schwierigkeiten haben im Endgame, da bin ich mir sicher. Das muss auf jeden Fall noch passieren. Aber ich würde behaupten, die Leute im Turnier sind 800 mal krasser selbst in der ersten Runde als eigentlich alle Banditen, die es jemals gab, oder? Und das ist ein bisschen schade. Das ist ein bisschen ärgerlich. Das heißt, es würde sich lohnen, denke ich mal, jetzt dieses Banditenlager zu machen, dann in der Mainquest weiterzumachen und vielleicht wird dadurch das Weltlevel weiter angehoben durch die Mainquest. Ja, wir haben die Mainquest gemacht und dann werden quasi alle Banditen eine Tierstufe weiter hochgehoben und sind dann ein bisschen krasser. Wenn das der Fall wäre, ich weiß nicht, ob das so ist, ne, dann wäre das sehr, sehr nice und ich würde behaupten, genau dahin wollen wir natürlich. Naja, dann ziehen wir hier mal durch. Ich weiß ziemlich genau, wo wir hin müssen. Na, weil ich ja mittlerweile ein kundiges Kerlchen bin. Ich wünschte, ich wäre im echten Leben in meiner eigenen aktuellen Heimatstadt auch nur ähnlich ortskundig, wie ich es hier bin. Ich glaube, ich weiß über die KCD-Welt mittlerweile mehr als über meine eigene Heimatstadt. Naja, also nicht ganz, aber ist auf einem ähnlichen Level, würde ich sagen. Hier, das schreit doch nach Banditen, oder? Als ob hier nicht Banditen sind. So, dann müsste da hinten irgendwo dieses Holzfällerlager kommen. Dann müssen wir uns nach dem Holzfällerlager links halten und dann nach einer kleinen Weile links runter in den Wald rein. Oh ja, hier müssen wir wahrscheinlich erstmal noch rüber. Genau, das ist dieser eine Schwenker, den es da gibt. Und dann nochmal links. Geht's hier nochmal links? Hier? Nee? Ah, da. Perfekt, okay. Ja, genau. Dann müsste da hinten noch dieses Holzfällerlager sein und damit unser Leben auch voll cool sein, oder? Naja, hoffen wir mal das Beste. Hoffen wir doch mal das Beste hier, hä? So, da sind die Holzfäller jeden Moment, oder? Können wir mal ein bisschen traben. Genau, und dann drücken wir nachher wieder auf die Tube. Hier hinter dem Holzfällerlager geht doch gerne mal was ab. Na, da waren schon öfters mal Leute am Start, die Bock hatten, uns zu bekämpfen. Vielleicht haben wir ja Glück. Bandits, seid ihr da? Da ist doch jemand, oder? Na also, hi. Wie ist es bei euch? Habt ihr Lust? Ich sehe dich doch. Ich sehe dich doch da hocken. Du Fuchs. Na, den hat er stecken. Den hat er stecken. Er kommt nur raus. Ja, der sieht schlecht aus. Sieht schlecht aus. Komm schon! Lieber Gott! Na also, okay, ja, das war jetzt natürlich nicht sonderlich wild. Ja, liebe Banditen, na, ihr müsst krasser werden, sonst sieht's da echt schlecht aus für euch. Konservierungsmittel, nehme ich mal mit, warum nicht? Ja, die Banditen sind halt echt ein Witz, klar, die konnten jetzt halt auch echt gar nicht so. Oh. Uiuiui, Heinrich, komm mal runter. Ja. Weiß jetzt nicht, wie nötig das war. Tritt er dem da ins Gesicht? Ich glaub's ja nicht. Okay, ja, weiter geht's, ne? Ja. Gut eröffnet mit einem Pfeilschuss. Ja, hier müssen wir links, genau. Dann müssen wir mal schauen, wie es hier weiter aussieht, ne? Mal ein Wanderer, dann kann's um die Banditen nicht allzu krass bestellt sein. Oh, guck mal, da links ist doch eine Struktur. Sühnekreuz, ja, die werden safe hier chillen, oder? Hier sind doch 100 pro unsere Banditen am Start. Ja, natürlich sind die hier am Start. Ah, Jagdgebiet Rehe. Cool, gut zu wissen. Vor allem, weil wir jetzt ja jagen dürfen. Oh, da unten. Geil. Das schreit doch nach ein bisschen Bogen-Action, oder? Schade. War jetzt aber auch ein bisschen optimistisch gewissermaßen. Ah, hi, du kommst schon. Er rennt wieder weg. Hä? Sag mal, was ist denn nur mit den Banditen los? Warum rennen die denn jetzt immer alle weg? Das ist ja Quatsch hier. Doch irgendjemand von euch Bock? Ja, der hat einen im Nacken stecken. Das ist doch cool.
Den hat er ebenfalls stecken. Zu den Waffen! Hier rüber! Zu den Waffen! Ja, pass mal auf hier. Ich zeig dir mal die Waffen. Ja, pass mal auf. Kriegt er einen von oben? Zu den Waffen! Dann links, rechts. Töte den Anführer. Easy, okay. Und jetzt rennt der Rest wieder weg, oder wie? Hä? Das ist doch nicht euer Ernst. Ich hoffe, da ist jetzt noch irgendjemand. Was ist hier los? Oder seid ihr jetzt echt alle wieder am Wegrennen? Seid vorsichtig! Ja, hier, hey. Guck mal. Hey, ihr alle! Hier sammeln! Schlagt Alarm! Und den hat er stecken. Zu den Waffen! Hier rüber! Ja, kommt alle rüber. Ich bin gerne euer Gegner. Die Frage ist, seid ihr gerne meine Gegner? Da habe ich nämlich in letzter Zeit nicht so das Gefühl, dass ihr viel Bock habt. Was sehr schade ist. Na, wir hätten viel Spaß miteinander, da bin ich guter Dinge. Ja, wie ist es jetzt? Das war's. Weiß ich ja nicht. Sollen wir das mal probieren? Das wäre schwer. Bei schweren habe ich das Gefühl, da habe ich gar keine Chance, aber wir können es ja mal testen. Oh, oh. Easy. Easy, oder? Ja, lässig. Rein da. Nehme ich alles mit, ist ja klar. Ja, ganz klare Sache. Wird mitgenommen. Und die haben sich jetzt alle verpisst, alle anderen. Einfach weggerannt. Das ist doch ein Joke. Das ist doch echt schade. Ja, okay. Dann ist es so. Kann man nichts machen, ne? Die hatten wohl ordentlich die Hosen voll. Vielleicht ändert sich das ja. Dein Pferd kann nicht mehr tragen. Ah, wir haben noch die ganzen Dinger im Pferdeinventar, oder? Die hätte ich vielleicht noch ablegen sollen. Ah nee, wir haben vor allem generell halt noch viel Shit im Pferdeinventar. Das heißt, wir müssen was verkaufen gehen. Das ist aber kein Problem. Das kriegen wir hin, liebe Yender, oder? Das ist doch gar kein Problem. Dann gucken wir mal auf die Map. Reiten wir von hier? Was ist das? Ah, Jagdgebiet Rehe. Ne? Wieder da hoch. Und dann Richtung Ledeczko. Und dann da hoch. Vielleicht können wir in Ledeczko was verkaufen. Wenn wir Glück haben. Das wäre doch cool. Ja, sehr schade. Finde ich mega sad, dass die dann immer alle wegrennen, so. Dann müsste man ja fast irgendwie darauf achten, dass man nicht den Anführer tötet, bis man alle anderen beseitigt hat, oder? Weißt du, das kann doch nicht sein, dass die in der Arena, also beim Turnier, so gottlos unterwegs sind und hier in der freien Wildbahn alle absolute Lappen sind. Das ist doch ein bisschen schade eigentlich, oder? Man würde doch gerne auch mit denen eine dicke Party feiern einfach so, oder? Na, reiten wir hier über die Felder. Wo geht's denn nach Ledeczko? Ja, ja, reiten wir hier einfach über die Felder, oder? Schön bergab reiten. Hoffentlich sieht Anna Gigi Hana das nicht. Oh, sorry, Ender. Upsa, ich glaube, da haben vor allem wir gerade gut Damage bekommen, oder? Naja, hauen wir uns mal einen Ringelblumenaufguss rein. Und wir können bestimmt schon wieder ein bisschen was flicken, oder? Eben. Rein da. So muss das sein. Perfekt. Ach so, und einen Ringelblumenaufguss wollte ich trinken. Heilmittel für Merhoyet. Ja, das kann man auch wegwerfen eigentlich. Brauchen wir jetzt nicht mehr. Und geheilt hat es schon gleich dreimal nicht. Naja. Mal wieder speichern könnte ich eigentlich auch. Naja, okay. Wie sieht's da aus? Ja! Alles klar. Wer von euch hat hier wie Lust, was zu verkaufen? Da würde ein Bogenduell abgehen. Spüre ich jetzt gerade nicht so. Schenke, was haben wir da? Schneider. Na, guck mal da mal vorbei. Gute Frau, werte Herren! So, was nehmen wir denn mit? Einfach mal alles, oder? Ja, ja. Nehmen wir alles mit, genau.
Lieber Schneider, hast du Bock, alles von uns zu kaufen? Das wäre jetzt natürlich cool. Ah, kann man sich hier noch waschen? Ja, perfekt. Guck mal. Heinrich, hoch mit dir. Du kannst nicht springen, wenn du überlastet bist. Ja, okay, das macht tatsächlich Sinn. Hm? Geht dann halt nicht. Hier, Herr Schneider, wie sieht's aus? Du hast doch Gott bestimmt richtig dich. Viel Cash, oder? Was kann oder? Ich für dich tun? Ein Handel wäre stark. 1K hat er ja stark. Das müsste eigentlich passen, oder? Edle braune Beinlinge und sowas. Kriegt er alles, hm? So. Ja, die kann's alle haben. So. Auch hier, let's go. Ja, die ebenfalls. Easy. Na, kannst alles haben. Weiß ja, wie es ist. Zack, rein da. Das passt so, oder? Alles klar. Cool, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Na? So, Jenda, dann geht's weiter. Chillen hier gerade in Ledeczko, aber das ist natürlich nicht unsere Final Destination. Die ist nämlich woanders. Und zwar sind wir jetzt in Ledeczko irgendwo hier. Das heißt, wir müssten nach Norden rausreiten an diesem Fluss entlang. Und dann immer weiter geradeaus, wenn geht. Und irgendwann dann Richtung links. Kriegen wir hin, oder? Das müsste da drüben jetzt sein. Ja, da hinten müssen wir hoch. Ja. Dann gucken wir mal nach. Upsa, Achtung, Wache. So, hier irgendwie, oder? Ja, ich glaube, das ist die richtige Richtung. Am Fluss hoch halt. Zwischen den Wäldern und so. Wird gut. Da spüre ich uns. Wen haben wir da? Ein Bandit? Ne, scheint ein Wanderer zu sein. Schade. Wir wollen mehr Banditen. Hm? Vielleicht müssen wir mal wieder mehr nachts unterwegs sein. Da sind die Banditen von Haus aus ein bisschen schwieriger, weil es halt stockdunkel ist, ne? Oh, hier geht's Richtung Kräuterweib. Stimmt das? Ja, genau. Seht ihr mal, wie ich das mittlerweile alles im Kopf habe, ne? Ist doch stark. Dann müssen wir hier irgendwo über den... Ja, genau. Und dann geht's da weiter. Let's go. So muss es doch sein. Oh. Sehr stark. Dann gucken wir uns die Geschichte mal an. Ha? Einfach mal ein bisschen die Main Quest weiterverfolgen. Da gibt es bestimmt auch noch ein paar fleischige Gegner, die ordentlich Bock haben, oder? Kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich meine, wir haben es jetzt ja in der Arena wirklich gesehen. Also, ne, der zweite Gegner ist mit mir Schlitten gefahren, dass sich die Balken biegen. Das war schon wirklich eine Hausnummer für sich. So, jetzt sind wir hier rausgekommen und reiten erstmal nach links. Ja. So, dann müsste es da bald wieder nach rechts gehen. Oder? Ah ne, hier geht's, ja, dann müssen wir hier, glaube ich, so lang. Dann haben wir da eine Hut mit Bäumen. Das dürfte das hier sein, oder? Und müssen da wieder links am Wald vorbei. Das ist genau der Wald, in dem ich damals 100 Jahre lang betrunken nach einem Ort gesucht habe, der dann gar nicht der Ort war. Na? Tja, wie hieß er nochmal? Rotschopf war das, oder? Uiuiui, das war echt eine schwere Geburt. Kann man leider gar nicht anders sagen. Das war echt eine schwere Geburt. Da graust's mich, wenn ich schon nur dran denke. Okay, ja, und dann hier ungefähr in diese Richtung, oder? Die Sonne geht im Westen unter. Das müsste ja eigentlich passen. Dann haben wir hier Richtung Westen gerade dieses. Und müssten jetzt eigentlich hinten rum und dann hoch. Na, dann machen wir das doch. Ja. So, gehen wir hier hinten dran vorbei an diesem Dorf. Reiten hier schön durch den ihr Blumenfeld. Das freut die bestimmt. Finden die bestimmt voll hip. Na, hier waren wir doch letzte Episode schon, oder? Bei dieser Mühle, genau. Und dann geht's hier irgendwie lang. Klasse. Upsa. Und dann hier. So, und das jetzt... Das ist Talmberg. Und dieser Aussichtspunkt müsste irgendwo da sein, oder? Ja, hier in diesem Waldstück. Das heißt, wir sind gerade irgendwo hier. Dann würde ich fast Luftlinie mal dahin reiten, oder? Das war ein bisschen zu früh gesprungen, aber hat schon noch gepasst. Ja, das müsste da irgendwo sein, glaube ich. Schauen wir einfach mal querfeld da rein. Gucken, wie es ist, hä? So, Yenda. Upsa. Ja, okay. War auch wieder ziemlich beschissen, aber hat irgendwie noch geklappt. So, wie sieht's hier aus?
Aussichtspunkt.de, wo sind wir denn? Wir sind gerade hier, das hier entlang geritten, glaube ich. Das heißt, wir müssen noch näher in den Wald. Ja. Und dann so ein bisschen nach rechts. Ja, guck mal da, da sehe ich schon diese DLC-Quest und da ist das Ganze in der Nähe. Genau, moin, hier, das sieht doch gut aus. So, du hast entdeckt Merhoyedder Wälder. Ja, Merhoyed will leider nie wieder mit mir reden. Weil die mich jetzt alle hassen. Ja. Leider ein bisschen verständlicherweise. War leider auch einfach ein bisschen doof. Hi, Ratzig. Long time no see. Sei gegrüßt. Was brauchst du? Kann ich noch irgendwas für dich tun? Kann ich etwas für dich tun, Herr? Ja, Heinrich. Bergbaukonstrukteur Feifa benötigt einen verlässlichen Gehilfen. Der Bergbaukonstrukteur? Geht es um Scarlet? Sozusagen. Meister Feifa hat, nun ja, düstere Vorahnungen. Ich glaube, er wird dich in die Skalitzer Minen schicken wollen. Kann man sie instand setzen? Mit dem nötigen Willen sowie genügend Rohstoffen bringt man alles wieder in Gang. Bergbaukonstrukteur Feifa kann dir genaueres sagen. Für eine Weile bist du sein Gehilfe. Gewiss, Herr. Wo finde ich ihn? Ist er hier in der Burg? Das ist eine gute Frage, Junge. Such ihn doch Wenn mal er sich nicht gerade auswärts um Probleme kümmert, sollte er in Pirkstein sein. Sieh dich um, bestimmt läufst du ihm über den Weg. Hab Dank, Herr. Ich werde ihn sogleich aufsuchen. Sogleich? Glück, Heinrich. Gott behüte dich. Chill mal mit sogleich, ne? Erstmal wollen wir hier noch. Ich war in Uschitze, der Pfarrer dort ist eigenartig. Ereignisse in Merhoyed. Ich bin aus Merhoyed zurück, Herr. Wie sieht es dort aus? Ich habe Hilfe geholt, ich habe einen Brief gefunden. Ich habe einen Brief, der uns weiterhelfen könnte. Was ist mit dem Gefangenen? Hast du ihn befragt? Er war auch krank. Hat er überlebt? Nein, aber selbst tot war er von Nutzen. Der Schurke war offenbar ein Bote und hatte einen Brief bei sich. Interessant. Und was steht in dem Brief? Gute Frage, wir haben gar nicht gelesen. Sieh selbst nach, Herr. Sieh selbst nach, Herr. Die Namen des Absenders und des Empfängers stehen nicht drauf. Nur die Initialen S und T. Es scheint, als hätten sie einen Zwist. Dieser S droht, mit dem Fälschen der Münzen aufzuhören. Offenbar ist ein deutscher Ritter dem Händler Menhard auf der Fährte. Okay. Als der Brief verfasst wurde, erkundigte sich der Ritter im Sasauer Wirtshaus nach ihm. Klingt nach einer heißen Spur. Begib dich nach Sasau und bring so viel wie möglich über diesen fremden Ritter in Erfahrung. Wenn er wirklich Menhard folgt, weiß er gewiss mehr als wir. Sehr wohl, Herr. Warte noch. Es gibt da etwas, über das ich mit dir sprechen möchte. Alles Gute. Okay. Ich wusste, du enttäuschst mich nicht. Echt? Nichts gegen Bernhard, Robert oder einen von den anderen. Aber keiner hat so viel herausgefunden wie du. Habe aber auch viel Scheiße gebaut. Prügel und Folter. Aber das funktioniert ja auch nicht immer. Dich schickt der Himmel. Danke, Herr. Finde heraus, wer hinter all dem steckt, dann werden wir sie uns vorknüpfen. Ja, Herr. Herr. Was gibt's? Manchmal frage ich mich, was das alles zu bedeuten hat. Warum lässt Gott nur so etwas zu? Dieses Gemetzel und die nie enden wollende Rache. Eine schwierige Frage. Ich bin kein Theologe. Aber vor langer Zeit kam ich zu dem Schluss, dass wohl alles im Leben eine Prüfung ist. Das Leben ist eine lange Kette aus Problemen, die es zu lösen gilt. Je mehr wir lösen, desto bessere Menschen werden wir. So habe ich das noch nie betrachtet. Sieh dir nur diese ganzen verwöhnten Schnösel an, die keine Sorgen haben, wie der junge Herr Capon zum Beispiel. Allein der Gedanke an seine Regentschaft lässt mich erschaudern. Das Leben birgt immer neue Herausforderungen, doch wir müssen stark bleiben und uns ihnen stellen. Nun, begib dich nach Sasau und stell dich dieser. Verlass dich auf mich, Herr. Ich sehe schon genau, was passieren wird. Ja? Begib dich nach Sasau und stell dich dieser. Wir gehen nach Sasau und failen dafür die andere. Oder wir machen die andere und failen dafür Sasau. Ich hätte einfach wieder nicht zwei Quests annehmen sollen. Goddammit, warum mache ich immer die gleichen Fehler hier?
Wenn man gerade mal da ist, als ob man da nicht die Quest annimmt. Okay, ne, Ratzig, Aussichtspunkt von Talmberg haben wir gemacht. Haben wir hier irgendwie noch eine Quest? Ist das auch bei dir, Ratzig? Das sieht stark so aus. Hast du da gerade Probleme? Die Gefahren auf den Straßen. Ja, safe, oder? Herr, darf ich dich etwas fragen? Gewiss, Heinrich. Nun ja, ich dachte, die Straßen wären sicherer, seit die Banditen aus Pribislavitz fort sind. Das klingt nach einer Quest, die so... Du willst deinen Lehnsherrn tadeln? Über eine Weile läuft. Welchen weisen Rat würdest du ihm darob geben? Oh nein, nichts lege mir ferner als das. Ich habe mich nur gewundert. Sei unbesorgt. Ich wollte dich nur narren. Du hast recht, die Straßen sind nicht sicher. Aus einem bestimmten Grund. Meine Garnison ist ein Scherbenhaufen. Ich verlor in Skalitz die meisten meiner Männer. Und nach Pribislavitz sind es nun kaum genug, um Pirkstein zu bewachen. Geschweige denn, die Straßen zu schützen und in der Provinz zu patrouillieren. Die Männer reichen einfach nicht. Aha, ich verstehe. Besser gesagt, sie reichten nicht. Wie es der Zufall will, kommst du wie gerufen. Unlängst bat ich einen alten Freund um Hilfe. Herrn Kuno von Reichwaldau und seine Söldner. Das sind zähe Burschen. Die meisten von ihnen saßen im Kerker. Sie sind nicht minder kampferprobt als Waffenknechte. Mhm. Verzeih mir meine Offenheit, aber fähige Söldner gibt es doch zuhauf. Gewiss findest du irgendwo redlichere Kämpfer. Wohl wahr, Junge, aber ich würde gern sagen können, dass ich mich an Kuno wandte, weil ich ihm vertraue. Aber der Grund ist pragmatischer. Er schuldet mir einen Gefallen und wird daher kein Geld verlangen. Soll ich mich ihm anschließen? Ja, es geht um zweierlei. Kuno braucht einen Ortskundigen. Und ich brauche jemanden, der ihn und seine Männer im Auge behält. Auf dich ist Verlass. Und du bist dem gewachsen. Mach dich auf zu seinem Lager und stell dich vor. Ihr werdet auf Patrouille gehen und du wirst dafür sorgen, dass sie sich benehmen. Alles klar. Gut, ich reite zu seinem Lager. Ausgezeichnet. Es befindet sich zwischen Ratai und Ledetschko. Ein guter Standort zum Schutze der Provinz. Viel Glück, Heinrich. Und pass gut auf dich auf. Werde ich, Herr. Hab Dank. Mach's gut. Mit einer Bande im Bunde. Ja, stark, da hab ich Bock drauf. Jetzt stecken wir hier an der gleichen Stelle wie gerade eben noch unser guter Ratzig. Ratzig, wie bist du hier rausgekommen? Oh, Glück gehabt. Okay, ja, 3 Quests angenommen, schöner Aussichtspunkt hier. Geiles Leben. Dann gucken wir mal, wie machen wir das? Bei der einen Quest hat er gesagt, ey, beeil dich mal ein bisschen. Na? Bei der anderen Quest hat er gesagt, ey, mach das mal. Und bei der wieder anderen Quest hat er gesagt, ja, mach das mal. Sprich mit dem Bergbaukonstrukteur. Suche in der Schenke vor Sasau nach dem deutschen Ritter. Ja. Na, wir sind jetzt hier oben irgendwo. Oder? Nee, stimmt gar nicht. Wo sind wir? Doch. Hier irgendwo. Da sind wir. Da sind wir. Das heißt, wir reiten jetzt einen dicken Bogen um Merhoyet vorbei. Richtung Samopesh. Und dann suchen wir in der Schenke von Sasau ein bisschen rum, oder? Dann reiten wir über Ledetschko, machen das hier und reiten dann nach Hatay. Von wo aus wir dann die beiden Quests erledigen können und dann vielleicht wieder zurück. Und vielleicht klappt das alles, ohne dass eine Quest verfällt. Wenn ich wirklich nur das mache und auf dem Weg keine neuen Quests annehme, könnte ich mir vorstellen, dass das gerade so funktioniert, oder? So, jetzt orientieren wir uns noch schnell. In dieser Richtung. Also, wir sind hier. In dieser Richtung liegt Talmberg. Das heißt, wir müssen, wenn wir von hier nach Talmberg gucken, circa 90 Grad von Talmberg nach unten. Also, na, wir gucken schnell so. So, hier haben wir den Strich und dann zu dem nächstdickeren hier also hin. Ja, das ist unsere Richtung. Unsere Himmelsrichtung, da wollen wir hin. Yenda? Yenda? Ah, moin Yenda. Na, Yenda, wie ist es? Yenda ist schon ziemlich süß, ne? Fast so ja. Süß wie die kleine Abla, die gar nicht klein ist.
So, dann geht's nämlich da direkt zu dieser Mühle. Das heißt, wir können uns jetzt perfekt orientieren. Das ist die Mühle. Dann reiten wir geradeaus, bis wir zum Weg kommen. Ein Bogen um Mer Hoyet rum. Oder wir reiten direkt zu der Mühle und hinter der Mühle am Wald entlang. Oder hier mal lang. Haben wir auch noch nie gemacht. Ja, komm, das machen wir. Also an der Mühle und dann weiter in diese Richtung hier. Wird gut, spüre ich. Yay. Bisschen durch die Lande preschen. Das ist schon immer ziemlich geil, muss ich ehrlich sagen. Gefällt mir nach wie vor super gut. Einfach hier und da ein bisschen rumzureiten. Ne? Macht schon Spaß. Kann man machen. So, da ist schon unsere Mühle. Wir sind auch des Nachts unterwegs, was ich liebe. Vielleicht haben wir Glück und es gibt hier und da ein paar Banditenüberfälle oder dergleichen. Das wäre doch klasse. Jetzt hier auf den Feldern wahrscheinlich eher nicht. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass Banditen irgendwo super offen unterwegs sind und sagen, ja, hier überfallen wir jemanden, weil da kann uns niemand sehen. XD. Ne? Nee, so läuft es eher nicht. Wissen wir alle Bescheid. Sind dann schon eher immer so bei Waldeingängen oder an irgendwelchen Lichtungen an einem Wald, na, hinter der Lichtung sozusagen, solche Geschichten. Das ist eher den ihr Business. So, dann hoffe ich mal, dass das hier der richtige Weg ist. Wir reiten hier gerade irgendeinen Schlangenweg. Sah der auf der Map so aus? War das ein Schlangenweg? Ah ja, das ist der hier, genau. Und dann einfach weiter geradeaus nach unten. Okay, perfekt, dann passt das ja. Kann mich auch nicht entsinnen, dass wir hier mal waren. Unfallort. Unfallort? Hier oder wie? Ah ja, Tatsache, guck mal. Na Köter, du guckst dir das schon an. Ist schon ein bisschen inspiziert. Ist es so, Köter? Was gibt's denn da zu holen? Nichts. Das ist ja erstaunlich. Ja, okay. Dann ist es halt so. Sind jetzt eh meistens nicht unbedingt die Orte, die durch geisteskranken Loot bestechen, aber es geht. Da auf der Brücke habe ich gerade auch noch eine Blutspur gesehen. Ist aber alles okay. Hier im Bildstock, genau, weil wir hier wirklich noch nie waren. Vielleicht gehen hier ja wirklich mal ein paar Banditen. Das wäre doch echt nice. Bandits. Ich bin hier. Das sieht mir nach Wanderer aus. Naja. Dann können doch die Banditen nicht weit sein, oder? Kommt schon. Banditen, ich weiß, dass ihr da seid und ich weiß, dass ihr Bock habt. Ihr habt doch immer Bock. Ich bin wohl betucht und trage einige Groschen bei mir. Mein Ross ist prächtig, mein Hund ist jung. Ja, ist doch die Einladung schlechthin. Aber leider keine Bandits hier in diesem Waldstück. Vielleicht beim nächsten. Machen wir mal einen Unfallort. Naja. Kann man auch noch ein andermal mitnehmen, da bin ich guter Dinge. So, dann geht's hier ab übers Wasser. Das scheint gar kein Problem zu sein. Stark. Und dann sind wir hier, genau, und müssen von hier aus nach rechts. Ja. Und dann direkt nach links bei der ersten Möglichkeit. Und dann haben wir dann einen sehr, sehr geraden Weg, mit dem es ziemlich schnell gehen müsste. Ja, weiß ja nicht, war ja noch nie hier, aber wir gucken jetzt mal hier so. Ne? Dann gibt es da eine kleine Hütte. Das scheint zu passen. Ja, klasse, oder? Oh, was haben wir denn da hinten? Und wer bist du? Wanderer, oder? Ja, ja. Hier die Wanderer immer. Was ist das? Ist das schon... Oh, da gucken wir doch mal, oder? Guck mal, Köter, da geht doch was ab. Hä, wo ist es jetzt? Wo ist Yenda? Wo war das? Hier im Wald, oder? Irgendwie ganz komisch die Kamera geschwenkt. Wer chillt da? Seid ihr gut oder böse? Sie sehen böse aus, finde ich. Also wie Feinde, gewissermaßen. Gefährten. Dann holen wir uns hier einen Retterschnaps raus. X, nehmen wir mal einen. E nehmen. Inventory konsumieren. Retterschnaps. So, dann gucken wir uns die Geschichte mal an. So, hab hier meinen Bogen. Dann schauen wir mal, oder? Das sind doch Bandits hier, kann mir doch niemand erzählen, als ob die hey, da so... Wer ist da? Na eben, gell. Wer ist da? Was war das denn? Oh. Ich höre links und von rechts von mir Schwerter aus der Scheide zücken. Da kommt auch schon der erste Spießgeselle. Was? Ja, da kommt der zweite. Das muss von dort gekommen sein. Ja, das war also ich. Wo? Ah.
Na, links, rechts, unten, oben. Fast. Jetzt pass mal auf, von oben. Er blockt. Nicht schlecht. Du kannst ja ein bisschen was. Das könnte ja lustig werden, oder? Ja, da hilft uns natürlich auch immer unser Köter. Stark, genau, lang gemacht, ha? Dann sehe ich doch da nochmal jemanden. Was ist hier? Hey, okay. Wer ist da? Oh, war das close. Goodness. Du bist zur falschen Zeit am falschen Ort. Chill mal. Hast weiche Knie bekommen, was? Weiß ich ja nicht, wie sieht's bei euch aus? Sag mal, weil der hinten jetzt auf mich eingeschlagen hat, durfte ich hier nicht meine coole Combo durchziehen, oder wie? Weg mit dir jetzt. Komm her, du. Hm? Und hopp, links und rechts. Ah, schade, er war schon. Ups. Sorry, Köter. Köter, chill mal, du kriegst schnell was zu tun. Der arme Junge hat da leider gerade den Hit kassiert. Das ist natürlich eine Frechheit. Dafür kriegst du ein Stück Speck. Oh nein. Schade, ich war nicht mehr rechtzeitig. Ich dachte, vielleicht ist er dann cool. Okay, ja, wie dem auch sei. Was habt ihr denn dabei? Alter, 900 edle Stiefel, let's go. Kleines Rattenset, 1,6k Magdeburger Küras. Stark. Na? Uiuiui, einigen geilen Scheiß. Verzierte schwarze Beinlinge. Goldener Kelch, let's go. Stark, was hast du für ein Schwert? Bandit. Edles, ja. Edles Jagdschwert, stark. Ja, perfekt. Haben wir das auch? So, jetzt brauche ich vermutlich selber eine Fackel. Damit ich die hier alle auch finde. So, was hast du denn dabei? Edle braune Rattlinge, genau, stark. Gewöhnliche gekackte Jacke, perfekt. Rein da, Alter, die haben teuren Loot dabei, ne? Cool, Leute. Ist ja richtig gelohnt, euch nackig zu machen. Wo ist deine Waffe? Aha, ne? Schwerer Kriegshammer. Rein da. Der wird ins Inventory aufgenommen. Wo mehr Leichnähmer? Da müssen doch hier noch ein paar liegen, oder? Die wir mit Pfeil und Bogen abgeholt haben? Ja, eben. Groschen nehme ich mit. Gepolsterte Bunthaube nehme ich mit. Jagdhandschuhe. Kleines Rüstungsset. Hirschfleisch, ganz klar. Leichte, gerattete Jacke. Und dann noch hier die Beinlinge und auf den Helm scheiße ich, weil er direkt 5 wiegt. Das mir ein bisschen schwer ist. Ist der Pfeil hier noch entstande? Verbesserter Jagdpfeil. Nehme ich den auch wieder mit hier, ne? Dann lasse ich mich nicht lumpen. Schwert des Jägermeisters. Let's go. Und was hast du noch so dabei? Groschen. Perfekt. Beinlinge. Bunthaube. Rattenbogen. Handschuhe. Hier noch sowas. Platten. Ellbogen. Kacheln. Ne? Und ein Silberkelch. Perfekt, Leute, perfekt. So, und wie sieht's hier aus? Gibt's hier noch was zu holen? Ah, moin. Das ist ganz schön unfair von mir. Hey, was ist deine Mission? Will er jetzt entkommen? Was da unter einem Stein hervorgekrochen kommt. Ja, eben. Oh, du gehst da Faustkampf rein? Der Arme. Kommt da mit seinen Fäusten, kriegt einen Hieb ins Gesicht und weg ist er vom Fenster. Ja, tut mir jetzt leid, Freund Nase, aber das lief nicht gut für dich. Kann man leider nicht anders sagen, ne? Ja, danke dir für den Loot. Und wo haben wir hier noch jemanden geschossen? Da, wo haben wir den Pfeil denn kassiert? Ah, schön in den Rücken. Das Rückenmark durchtrennt. Ja, da ist nicht mehr viel mit Überleben. Okay. Stark. Streitkolben. Boah, warum nicht? Ringelblumenaufguss, Safe Call. Rattige Handschuhe, ja, ja. Easy, dann packen wir mal ein paar Dinge ins Inventar, oder? Also ins Pferdeinventar. Wenn da noch was geht. Wir haben doch gerade ganz gut verkauft, oder? Dann geht doch bestimmt wieder was. Ja, eben rein. Da edle Stiefel könnte ich auch mal behalten eigentlich, oder? Und dann immer anlegen, wenn wir mit irgendjemandem cool reden oder so. Ja, die können da beide rein, genau. Rein da.
alles rein da. Dein Pferd kann nicht mehr tragen und ich bin immer noch mit 60 überlastet. Okay, aber das könnte reichen, um zur nächsten Stadt zu kommen und zu verkaufen. Dann machen wir die aber natürlich hier noch vollends leer, das ist ja klar. Ich glaube, das waren jetzt echt alle. Kommen wir hier noch an die Chest. Ja. Ja, die nehme ich mit. Den goldenen Kelch, den kleinen goldenen Kelch. Trank des Barden, Silberring und verzierter Rattenfang. Ja, ja, easy. Euch habe ich schon gelootet, genau. Das lief alles klasse. Ja, easy, oder? So muss doch laufen hier. Yenda? Yenda? Hi, Yenda. Na, wie froh sie angetrabt kommt. Na, Yenda, alles gut. Da leider noch keinen Kommentar erhalten, wie es ist, zwecks, ob Yenda eine Stute ist oder ein Hengst. Ich weiß es nicht, aber ist ja letzten Endes auch egal. Yenda ist auf jeden Fall mega süß. Ja, das steht vollkommen außer Frage. Ich glaube, das war gerade hier, oder? Dann reiten wir jetzt einfach weiter geradeaus. Ja. Dann müssen wir da irgendwo eigentlich die City entdecken. Dann chillen wir da ein bisschen, pennen da vielleicht kurz und verkaufen dann, oder? Am nächsten Morgen. Hm. Kleine Rattenhütte. Ah ja, und da sehe ich schon die Stadt. Perfekt. Ja. Kommen wir da irgendwie hin? Ja, das sieht doch hier gut aus. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Klasse, guck mal. Hier, okay. So, jetzt sind wir nähe Kloster an der Mühle. Das heißt, wir sind jetzt hier ungefähr, oder? Die Schenke wäre hier drüben. Das heißt, ich hätte gar nicht übers Wasser müssen. Ja, dann reiten wir jetzt quer durch die Stadt zur nächsten Brücke, oder? Und übersetzen wieder nach auf die andere Seite halt. Wo sind wir denn hier gelandet? Achtung, Yenda, da geht's nicht weiter. Okay. Ja. Wo geht's zur nächsten Brücke? Lass mal ausgucken. Gegner? Scheinbar nicht. Vielleicht auch doch, wer weiß. Okay, haben wir hier nochmal einen kleinen Steg. Das ist auch nicht unser Go-To-Ziel. Da vorne ist die Brücke. Ich sehe sie. Jetzt müssen wir nur noch dahin. Ja. Hier, guck mal, das sieht doch gut aus. Ja. Und dann rüber zur Schenke. Ja. Die müsste jetzt irgendwo hier hinten sein eigentlich, oder? Vielleicht eher darüber. Ein zweiter hoch. In den inneren Ring der Stadt, genau. Upsa, sorry. Und dann hier irgendwo, oder? Ja, eigentlich direkt zu unserer Linken, glaube ich. Steigen wir hier mal ab. Köter, die Leute hier ankläffen, das ist doch Quatsch. Was haben wir denn hier? Was bist du? Wo ist hier was? Irgendeinen coolen Orientierungspunkt. Wir sind hier und hier ist kein Haus. Ja, hier ist kein Haus und dann ist die Schenke links davon. Also das hier. Kannst du sprinten, wenn du überladen bist? Ja, da sehe ich doch schon die Schenke. Perfekt. Sagen wir da mal Moin, oder? Dürfen wir da jetzt einfach rein oder ist es jetzt zu spät und deswegen Schlossknacken schwer? Ja, natürlich. Und wie kann ich jetzt hier übernachten? Gar nicht, oder? Weil ich einfach zu spät dran bin. Na, dann warten wir eben bis zum Morgengrauen. Ja, hier irgendwie 8 Uhr in the morning. Ja, Leute, und dann wird das doch klasse, oder? Also ich muss echt sagen, gell, die Kämpfe unterwegs laufen super gut und machen mittlerweile echt richtig Spaß. Ich würde auch behaupten, mit dem Bogen, das wird zunehmend besser, habe ich das Gefühl. Aber im Turnier, Junge, Junge, die fahren Schlitten mit einem, ist ja brutal. Also gerade der zweite war so gut, er hat jede Finte durchschaut, er hat jeden Konter, er hat alles von mir gekontert, ne? Ich habe ihn, glaube ich, ein oder zwei, dreimal gekontert, wenn es hochkommt. Aber das war echt scheiße, da haben wir unterwegs auf jeden Fall schon besseres Gameplay von mir gesehen. Aber was das Coole daran ist, ist, dass ich mich darüber freue. Wisst ihr, wie ich meine? Ich bin froh, dass es noch richtig Gegner gibt. Richtig Leute, die noch richtig was können, so, ne? Die uns noch so auf die Fresse hauen, wenn der Peso kommt und denkt, ich bin mittlerweile voll gut. Haha, ja, dachtest du, gell? Nix gibt's.
So, ordentlich unsere Schmiedesets leer gemacht. Ja, eben, gell. Schneiderset habe ich noch. Kann ich da noch was schneidern? Schuster-Set, auch nichts mehr. Stark. Das ist immer das Coole, wenn man hier ist, gell? Immer direkt eine gute Musik los. Okay, wo verkaufe ich jetzt am besten was? Wer hat viel Geld? Der Händler. Okay, auf der anderen Seite der also da drüben irgendwo. Kann ich überladen über so einen Zaun hopsen? Bitte. Bitte. Yes. Daran habe ich mich nicht verletzt. Verrückt. Bist du der Händler? Was? Hau ab, bevor ich dich rauswerfen lasse. Okay. Und wann machst du auf? Suchst du jemanden? Jetzt. Okay. Gott segne. Was kann ich für dich tun? Warum sind Computerspiele nur so toll, oder? Okay, chill erstmal. Wir gehen noch schnell in unser Pferdeinventar, holen da alles raus und verkaufen dir dann alles. Wie klingt das? Da hat er doch bestimmt Bock drauf, oder? Nimmt er doch bestimmt alles auch hier so. Skalitzer Schild will ich nicht verkaufen, wegen Ehre. Säbel aus Nikopolis, Alter, den feiere ich ja immer noch. Die edlen Stiefel behalten wir erstmal. Ja. Die edlen Stiefel. Ja, okay, ich verkaufe sie jetzt einfach nicht. Hier, moin. Na, wie sieht's aus, lieber Händler? Lass uns handeln. Guck mal, wir haben dir, wie viel hast du? 300, das ist ja gar nichts, ne? Das ist ja edle braune Beinlinge, geflickte Rattlinge, ne? Den ganzen Kladderadatsch. Sowas, gewöhnliche entehrte Jacke. Beide. Rein da. Guck mal, was du alles kriegst, ist ja crazy, gell? Was kaufen wir denn bei dem, damit wir dagegen ankommen? Na, das wird sich zeigen. Ne? Kupftwiegsprunge, wie man da so schön sagt. Wird schon irgendwas geben. Verzierte Beinlinge, ja? Die sind gar nicht mal unwertvoll, so, ne? Hätten die mehr Charisma gegeben als unsere Beindinge? Die sind nämlich nicht verziert, gell? Beinhose. Beinkettenpanzer. Schauen wir noch mal in den Warenkorb. Hier, wo waren die? Verzierte Beindlinge waren das, gell? V in dem Fall. Na. Verzierte schwarze Beindlinge. Dann holen wir die hier wieder raus. E entfernen. So, und was hast du denn am Start? Na, gibt's ein bisschen Brot? Brot nehmen wir mit, ist klar. Hier, so 7 Brot. Speisen das Herkules Teil 2, getrocknete Pilze. Nehmen wir mit. Was haben wir noch? Hier, kleine Rattensets, die nehme ich alle mit. Easy. Ja, Retterschnaps brauche ich jetzt nicht. Trockenobst ist auch egal. Ja, das war's. Ja, und dann machen wir halt ein bisschen Verlust. Ne? gern geschehen und bis zum nächsten Mal. Huh? Okay. So, dann gucken wir gerade mal, was können diese Beinlinge und mit was können wir die reparieren? Okay, ja, Schuster-Set dann wahrscheinlich, oder Schneider-Set hier? Ja, und jetzt gucken wir mal nach, was die können. Okay, die sind nicht besser oder schlechter, oder? Charisma 19, 0111. Und was haben die hier? Braune Beinlinge. Charisma 4. Ja, okay. Charisma lohnt sich ja gestört. Dann die verzierten. Safe Call. Rein da. Na, klasse. Verzierte Beinlinge, Leute. Jetzt sind wir richtig edel. Na? Okay. Dann packen wir noch schnell ein paar von den Rüstungssachen rüber zu Yenda. Ah, Yenda, die edlen Stiefel kann auch erstmal bei dir rein. Silberring und Silberkette können wir eigentlich mal unserer Magd schenken, ne? Dann waren es vor allem noch die Waffen hier, gell? Gewöhnlicher Säbel, ja, die können da beide rein. Hornrattenbogen, rustikaler Bogen, Säbel aus Nikopolis, Kriegshammer, ne? Und da mal einige Sachen, Alter, das ist ja verrückt. Okay, cool. So, jetzt sind wir topfit und alles kann losgehen. Und damit würde ich sagen, entlasse ich euch in die Freiheit. Wir sehen uns in der nächsten Episode. Ich wünsche euch was. Lasst Liebe da. Bis zum nächsten Mal. Euer P. Ade.